Hallo zusammen, heute startet Timos Bankgeflüster Folge Nummer 3. Wir sind hier beim VfB, beim VfB-Kabinenfest. Wir treffen heute Mitch Langerak und ich bin gespannt, was er uns so zu erzählen hat. Hey man, alles klar? Alles gut bei dir? Zeig mal, wo du sitzt in der Kabine. Ja, okay. Gut. Das ist mein Platz da? Wie meiner früher. Was? Ja klar, ja. Hab ich auch gesessen. Du bist ja in Australien geboren. Die Australier lieben eigentlich Footy oder Cricket. Und ich wollte wissen, wie du eigentlich zum Fußball gekommen bist. Ja, es ist ganz komisch. Am Anfang an habe ich nur Rugby gespielt und Cricket, Swimming habe ich alles gemacht. Und dann mit so 8 oder 9 habe ich für meinen ersten so Verein Fußball gespielt. Und, okay. Ja, es war nicht so, keiner hat Fußball gespielt in Australien, als ich war jung. Und, ja, ein bisschen Glück, dass ich habe einen Verein gefunden. Aber warst du dann direkt im Tor oder wie bist du ins Tor gekommen? Normal, wie jeder Torwart. Ich war angefangen mit Stürmer und dann mit so 11 oder 12 dann bin ich in Tor gegangen. Warst du der schlechteste Fußballer, oder wie? Ja, bestimmt. Nein, ich war der Einzige, das könnte mit meinen Händen was machen, wegen Cricket und Rugby. So, yeah. Und wie ist es für dich, du bist ja ein Nationalspieler, wie ist es für dich hin und her zu reisen? Ist das arg stressig? Oder? Ja, es ist nicht so einfach manchmal. Wir mussten so zwei spielen. Irgendwo in der Middle East oder und dann nach Australien. So es ist ganz lange Fliegen, 4-25 Stunden nach Australien, dann nochmal in so Mitte Asia oder sowas. Es ist ganz anstrengend, aber für mich ist es eine. Aber es ist schön, wieder nach Hause zu kommen, ab und zu, oder? Ja, ab und zu durch die Saison. Ich kann nach Hause gehen und. Hast du noch Familie in Australien? Oder? Ja, meine Familie, sie wohnen da in Australien und wenn ich kann, ich für die Nationalmannschaft, ich gehe hin, um meine Familie aufzutreffen. Mitch, wir sind hier rausgegangen ins Stadion. Wie ist es für dich jetzt, seit dieser Saison spielst du auch Stamm? Vorher warst du verletzt, wir haben uns ja auch in der Reha-Zeit kennengelernt. Es war, glaube ich, keine einfache Zeit. Und ja, wie ist es jetzt in der Saison? Ja, in diesem Stadion zu spielen, du weißt auch Bescheid, ja. Es ist ein ganz besonderes Ding mit so vielen Fans. Es ist ein ganz schönes Stadion und ich hoffe, dass ich gerne für noch viele Jahre hier spielen. Und, was mir aufgefallen ist, du rennst immer wenn ein Tor fällt, rennst du immer ganz vor. Mir war das viel zu anstrengend. Warum machst du das eigentlich? Nein, ich bin vielleicht in meinem Kopf ein bisschen so Feldspieler oder so, was ich will mit den Jungs feiern, wenn wir Tor schießen und ich freue mich total. Aber wie war die Phase nochmal, um zurückzukommen? Als du jetzt von Dortmund gekommen bist, warst du eigentlich auch als Stammtorwart geplant, dann hast du dich verletzt und es hat sich ja ewig hingezogen. Wie war die Phase für dich hier? Ja, war ganz schwer. Ich war nur eine Woche hier in Stuttgart und ich habe mich schnell verletzt und das war schwer. In einem neuen Verein, neue Stadt. Ich wollte so einen guten Eindruck zu geben für die Fans und den Verein. Und, warst ungeduldig? Ja, ich war sehr ungeduldig und am Ende des Tages bin ich wieder fit auf der Platz und es ist ein schönes Gefühl. Schön. Aber wie gefällt dir Stuttgart als Stadt? Ja, die Stadt ist sehr schön. Es ist sehr international. Viele hier sprechen Englisch und das ist einfach für meine Frau in der Freizeit und für mich auch. Sehr so glücklich, dass ich habe entschieden, nach Stuttgart zu kommen und hoffentlich können wir so viele Jahre hier spielen und viel Erfolg haben. Ja, so wie viele Spiele hast du hier gespielt? So viele. Also ich habe insgesamt 301 Spiele, Bundesligaspiele gemacht. VfB bestimmt fast 200, würde ich sagen. Und die anderen Stationen waren ein bisschen kürzer, aber bestimmt 200, ja. Okay, ich habe einen langen Weg von mir. Ich muss noch 15 Jahre spielen. Mitch, wir haben noch den ultimativen schwäbischen Test. Weißt du, was ein Grasdackel ist? Ein Grasdackel? Grasdackel? Nein, ich habe keine Ahnung. Nein? Grasdackel. Auflösung? Ein Dummkopf. Aber das ist typisch schwäbisch. Nett brudelt ist schon genug gelobt. Ja. Nett brudelt ist genug gelobt. Okay. Das ist typisch schwäbisch. Die Fans nett auch oft. Ja, das ist schwäbisch und das ist schwäbisch, 100%. Ja. Nicht motzt ist schon genug gelobt. Ah, okay, ja. Okay? Das ist schwäbisch, ja? Das ist schwäbisch. Ja, okay. Wenn der Trainer nicht schimpft, alles in Ordnung. Ich verstehe das, ja. Sehr gut. So. Das war's von der dritten Folge Timos Bankgeflüster. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir gehen jetzt rein, hauen Mitch jetzt am Tischkicker noch ein bisschen weg und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao.